Oral nehmen Sie Ketoconazol, Fluconazol und Itraconazol. Das ist toll. Können wir jetzt gehen? In ein paar Tagen wissen wir, ob sich der Pilz in Ihrem Organismus angesiedelt hat. Was? Nein, 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 nein. Wollen Sie damit sagen, wir sitzen hier über Weihnachten fest? Wissen Sie, ich muss weg. Ich habe Verpflichtung. Wir haben alle Verpflichtungen. Ich wollte nach Quebec. Hey, wessen Schuld ist das? Wer hat mich denn gezwungen, zur Party zu gehen, wo ich zu viel getrunken habe und mich vor Crystal verstecken musste? Wer hätte nie einen Knochen ansägen dürfen mit einem betrunkenen Hirn hier im Raum? Wer hat uns Überreste gebracht, weil er den Papierkram nicht machen wollte? Oh, klasse. Wollt ihr etwa sagen, dass es meine Schuld ist? Sie wussten, dass Dr. Brennan nicht widerstehen kann. Ich hätte widerstanden, wenn ich in Liga gewesen wäre, wo ich jetzt sein wollte. Sie beschuldigen mich? Wir werden Schlafsäcke anfordern. Ihre engsten Angehörigen sollen sich bei mir melden. Wir werden einen sicheren Besuch und Quarantäne am 24. Dezember arrangieren. Oh, und machen Sie sich auf Nebenwirkungen gefasst. Schlaflosigkeit, Fieber, Übelkeit. In seltenen Fällen Euphorie, Traumzustände, bedingte Halluzination. Das würde ich dann nehmen. Frühe Symptome gleichen einer normalen Erkältung. Was ist, wenn es ausbricht? Das Erstversorgungsprotokoll enthält sehr schmerzhafte Injektionen in den Hirnstamm. Wisst ihr was? Mir ist noch nie aufgefallen, wie hübsch all dieses glänzende Zeug ist. Das ist sowas von unfair. Räumt diesen Bereich.